Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch. Und zwar gab es eine richtig tolle Kochbox von vegantastic.de. Und zwar sind da drinnen drei Gerichte und wie der Name natürlich schon vermuten lässt, sind das vegane Gerichte. Und ich finde das richtig klasse. Ich bin ja auch damals auf meinem Beauty-Kanal hatte ich ja auch immer die Kochbox von HelloFresh. Fand das auch absolut super, das System. Nur gab es da eben keine veganen Gerichte. Und jetzt gibt es das Ganze auch vegan, was ich richtig, richtig super finde. Da sind richtig tolle Rezepte drin. Also ihr habt, wenn ihr das Ganze aufmacht, solche Rezeptkärtchen dabei. Und ja, ich finde es total super. Und ich setze euch natürlich den Link der Seite einfach mal unten in die Infobox. Dann könnt ihr da nämlich mal vorbeischauen. Das Ganze ist praktisch ganz neu aufgebaut und ist jetzt sozusagen in einer Testphase, wo einfach noch geschaut wird. Also im Moment gibt es zum Beispiel noch kein Abo oder so. Aber es soll ja soweit erweitert werden, dass es eben wöchentliche Boxen gibt, was ich richtig super finde, weil ihr erspart euch den Weg zum Einkaufsladen, was gerade bei mir, ich wohne auf dem Dorf und da ist es wirklich auch nicht immer so einfach, an gute und vor allem vegane Zutaten zu kommen und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die Box. Die Box hat einen Preis von 49,99 €, ist für zwei Personen ausgelegt und für drei Tage. Und ja, wie gesagt, ihr spart euch das Einkaufen, Fahren und was ich sehr, sehr schön finde, dass auch zum größten Teil eben Bio-Lebensmittel da drin sind, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, wenn ihr ja schon vegan esst, dass es auch einfach gesund ist. Ich finde die Rezepte einfach richtig schön ausgewogen, muss ich sagen, sind richtig tolle Sachen dabei und auf der Internetseite zum Beispiel finde ich auch sehr gut, wenn ihr da immer schaut, könnt ihr auch genau gucken, wie viele Nährwerte das Ganze hat, was ich auch richtig toll finde. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die Rezepte. Und zwar haben wir hier einmal Pancake Burger. Das ist auch das, was ich heute gleich als erstes zubereiten werde, wo ich mich schon richtig drauf freue. Also wenn ich das Video jetzt hier abgeredet habe, dann verschwinde ich sofort in meine Küche und werde das Ganze zubereiten. Freue ich mich schon richtig drauf. Ist mit Dinkelvollkornmehl und einer richtig leckeren Estragon-Creme. Und das riecht man auch schon. Also das Estragon riecht auch richtig lecker. Und die Füllung ist zum Beispiel eine Gurke, Zwiebel und getrockneten Tomaten. Dann gibt es noch Reis-Tagliatelle. Finde ich auch super lecker. Sieht auch auf jeden Fall richtig lecker aus. Und ja, das Ganze ist auch mit passierten Tomaten, mit lecker Ingwer sehe ich gerade. Zitrone, Knofi. Bin ich echt schon gespannt drauf. Und dann haben wir noch Rosenkohl-Risotto. Ich liebe ja Rosenkohl und da freue ich mich auch schon mega drauf. Rosenkohl-Risotto habe ich auch noch nie gegessen, also es sind auch Rezepte. Das ist eben auch das Schöne an so einer Box. Ihr müsst euch nicht überlegen, was koche ich heute, sondern ihr kriegt einfach wunderbare Ideen. Und das ist ja jetzt nicht so, dass ihr das Ganze nur einmal kochen könnt. Ihr könnt ja danach die Zutaten immer wieder einkaufen, wenn euch ein Gericht super gut geschmeckt hat und könnt das Ganze einfach immer wieder nachkochen. Also ich finde es wirklich super, die Rezeptideen. Ihr müsst nicht einkaufen und ihr habt Bioqualität. Dann war noch ein kleines Schmackofatz dabei, sage ich jetzt mal, von Vivani, eine Dark Nougat Krokant Schoki. Da freue ich mich schon drauf, ja. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Also ihr seht, ihr habt hier drei verschiedene Tüten. Und das finde ich richtig klasse, denn in der HelloFresh Box zum Beispiel war immer alles einfach nur so reingeschmissen. Und hier habt ihr das Ganze jetzt sortiert. Also ihr habt dann hier die Aufkleber drauf. Und da steht jetzt zum Beispiel Pancake Burger. Also da habt ihr alle Zutaten drin für die Pancake Burger. So, und das packen wir jetzt einfach mal aus. Es riecht auf jeden Fall schon mal richtig lecker. Hier drin befindet sich das Dinkelvollkornmehl und zwar 300 Gramm davon sind drin. Und hier findet ihr auch zum Beispiel wie viel Fett, 2,4 Gramm Kohlenhydrate, 70 Gramm Protein, 15 Gramm und 371 Kalorien pro 100 Gramm steht zum Beispiel auch auf diesem Produkt drauf, was ich richtig super finde. Hier drin befinden sich Walnüsse. Oder Walnüsse, wie manche Leute sagen. Auch hier natürlich auch wieder die Nährwertangaben. Und was ich toll finde, dass die schon
geknackt sind. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gar keinen Nussknacker. Und mein Mann ist mein Nussknacker, der nimmt dann immer zwei Nüsse in die Hände und ne, knackt die dann so. Dann haben wir dabei einen Reisdrink von Edeka Bio und ich liebe ja Reisdrink total. Ich mag das einfach so gerne, weil das so von Natur aus irgendwie so eine leichte Süße hat. Deswegen trinke ich das super gern. Dann haben wir hier natürlich den Estragon und der riecht auch schon richtig, richtig gut raus. Hier drin haben wir einmal eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Ich freue mich jetzt schon aufs Essen. Dann haben wir hier drin die getrockneten Tomaten. Alles schön eingepackt und auch verschlossen, also mit dem Siegel verschlossen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Dann haben wir hier drin die Cashewkerne. Ups, auch die liebe ich gerne. Und dazu noch eine Gurke. Und was ich bei der Gurke cool finde, dass es nicht so eine übliche, lange Gurke ist, die ihr im Supermarkt bekommt, sondern so sehen Gurken aus, sage ich mal, die man selber im Garten erntet. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. So, das war jetzt alles zu den Pancake-Burger. So, die nächste Tüte, die ich habe, ist für die Reistagliatelle mit Zitronen-Tomatenrahmen. Dafür haben wir einmal ein Stück Ingwer, eine Zitrone, eine Zwiebel. Dann haben wir hier getrockneten Thymian, dann einmal passierte Tomaten für die Tomatensoße natürlich. Und eine, die hatte ich zum Beispiel noch nie, eine Mandelsahne. Ich habe immer nur diese Sojasahne und eine Reissahne mal probiert. Aber eine Mandelsahne noch nie, deswegen bin ich da echt gespannt drauf und freue mich. Ich kenne auch die Marke noch gar nicht. Freue ich mich auf jeden Fall mit zu kochen. Und hier drin sind jetzt die Reisbandnudeln. Ich mache es euch mal auf. Ich esse die furchtbar gerne. Ich esse ja viel asiatisch und da werden die auch ganz, ganz oft benutzt. Und deswegen freue ich mich auch über dieses Gericht, weil ich weiß jetzt schon, es wird mir richtig gut schmecken. Und die letzte Tüte ist natürlich für das Rosenkohl-Risotto. Richtig leckerer Rosenkohl. Habe ich heute übrigens erst gekauft, sollte es bei mir jetzt die Woche auch noch geben. Aber was ich an dem Rosenkohl schön finde, das sind so schöne kleine Röschen. Die mag ich eigentlich lieber. Ich habe zum Beispiel jetzt nur welche bekommen mit so Riesenröschen. Mag ich nicht so gerne, aber wie gesagt, da freue ich mich drauf, die kleine Röschen. Dann auch hier eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Und hier sind die Gewürze drin, und zwar Pfeffer, Salz, Rauchpaprika und Muskatnuss. Und es riecht auch auf jeden Fall schon richtig rauchig aus der Tüte. Dann haben wir hier die Pistazien drin, auch wieder lose. Und Pistazien liebe ich auch über alles. Richtig, richtig lecker. Und hier drin haben wir jetzt den Risotto Reis, 150 Gramm. Und ja, freue ich mich auch schon auf jeden Fall auf das Gericht. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu der Box. Ich werde jetzt einfach jeden Tag ein Gericht eben hochladen, was ich damit koche. Ich hoffe, dass es für viele von euch auf jeden Fall was Interessantes ist, mal eine vegane Kochbox zu sehen. Und auch, dass ihr vielleicht die Rezepte mal seht und schaut, dass die richtig lecker werden. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach noch viel Spaß, die nächsten drei Tage mit mir zusammen zu kochen und euch richtig guten Hunger zu holen. Schaut auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei. Ich setze euch, wie gesagt, den Link unten in die Infobox. Probiert die Box aus, macht euch selbst ein Bild und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen in meiner Küche. Ciao!